Physik ist überall. Wir fahren heute mit Elektroautos, wir schauen uns 3D-Filme im Kino an und wir greifen von unterwegs auf unsere E-Mails zu. All das ist nur möglich, weil sich irgendwann mal jemand die physikalischen Grundlagen dafür ausgedacht hat. Und die Technologien, die in ein paar Jahrzehnten unseren Alltag prägen, die werden sicher auf Physik beruhen, die heute erforscht wird. Machen wir uns gemeinsam auf den Weg durch die Fakultät für Physik der TU Wien. Ob Halbleiterchip oder Photovoltaik, viele Innovationen wurden erst durch die Entwicklung neuer Materialien möglich. Wie macht man sich heute auf die Suche nach neuen Materialien? Man kann zum Beispiel experimentell versuchen, bekannte Materialien neu zu kombinieren und dann schauen, ob das Resultat die gewünschten Eigenschaften erfüllt. Heutzutage werden Materialien aber oft, bevor sie hergestellt werden, am Computer simuliert. Und wir verwenden dazu den Vienna Scientific Cluster. Das ist der größte Supercomputer Österreichs. Damit können wir die Eigenschaften von Materialien auf atomarer Ebene berechnen und auch ganz gezielt verbessern, um zum Beispiel neue effiziente Solarzellen zu entwickeln oder ganz spezielle Sensoren zu produzieren. Wenn man die Eigenschaften von Materialien verstehen will, muss man auf die Ebene von Molekülen und Atomen gehen. Das gelingt nicht nur in Computersimulationen. Hier an der TU Wien sieht man sich das auch direkt im Elektronenmikroskop an. Wir studieren hier Metalloxide und untersuchen, wie sich die Oberfläche verhält und wie ihre Wechselwirkung mit anderen Atomen abläuft. Hier haben wir eine Vakuumkammer, in der wir die Oberflächen manipulieren und mit einem Raster-Tunnel-Mikroskop abbilden. Damit können wir uns nicht nur einzelne Atome ansehen, sondern sogar beobachten, wie sie im Laufe der Zeit ihre Plätze wechseln. Materialien auf atomarer Ebene zu verstehen, ist für viele Bereiche wichtig, zum Beispiel für die Kernfusion. Die Wand eines Fusionsreaktors muss dem Bombardement extrem heißer Teilchen standhalten. Solche Prozesse werden hier an der TU Wien untersucht. Doch für manche Leute sind Atome noch nicht klein genug. Auch die subatomare Physik hat viel Spannendes zu bieten. Am Atomausschuss der TU Wien haben wir unseren eigenen Reaktor. Er ist dafür da, um uns Neutronen für Experimente zu liefern. In den 70er Jahren wurde hier am Atominstitut erstmals nachgewiesen, dass Neutronen nicht nur Teilchen sind, sondern auch quantenphysikalische Welleneigenschaften besitzen. Wir verwenden Neutronen heute, um die Gravitation genau zu vermessen. Es gibt eine Vielzahl an Theorien über die geheimnisvolle dunkle Materie und dunkle Energie. Einige dieser Theorien sagen vorher, dass die Gravitation sich bei winzig kleinen Abständen komplett anders verhalten sollte als bei großen Abständen. Am Atominstitut der TU Wien haben wir dazu ein Messverfahren entwickelt, das die Quantenzustände ultrakalter Neutronen verwendet, um die Gravitation bei kleinen Abständen so präzise zu vermessen wie nur irgendwie möglich. Doch auch auf der Ebene der Neutronen ist die Physik noch nicht zu Ende. Die Neutronen bestehen aus noch kleineren Teilchen, den Quarks und Gluonen. Normalerweise können Quarks und Gluonen nicht einzeln vorkommen. Sie verbinden sich immer zu größeren Teilchen, den Protonen oder Neutronen in Atomkernen. Nur bei sehr hohen Temperaturen, wie sie etwa in Teilchenbeschleunigern hergestellt werden können, kann es zum sogenannten Quark-Gluon-Plasma kommen. Die Naturgesetze, die diese Quarks und Gluonen beschreiben, die versteht man heutzutage ganz gut und kann sie auch am Computer simulieren. In der Welt des Allerkleinsten schließt sich der Kreis zum Allergrößten. Nur Augenblicke nach dem Urknall bestand das ganze Universum aus dem Quark-Gluon-Plasma. Wenn wir also herausfinden wollen, wie das Universum entstanden ist und warum es letztlich uns hervorgebracht hat, gibt es in der Physik also noch viel zu tun. Und wer weiß, vielleicht stoßen wir auf der Suche nach den Grundlagen der Physik ja bald auf die nächste technologische Idee, die unseren Alltag genauso stark verändert wie die Elektrizität, der Motor oder das Internet.